Wenn ihr wissen wollt, wie wir da aufgekommen sind, schaut an Manuel sein Video. Das verlinke ich euch da oben vom Autobichl. Und wir knüpfen mit unserem Video direkt da heroben am Berg mit einem Rundwanderweg an. Um Missverständnisse zu beseitigen, möchten wir anmerken, dass wir mit der Katrinseilbahn hochgefahren sind. Für alle, die gern den Aufstieg auf die Katrin sehen möchten, verweisen wir an Manuel Acker Autorbichl, der den Weg im Frühjahr gegangen ist und genau an dieser Stelle gesessen ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das ist heute unsere Runde. Da sind wir gerade. Dann geht es als erstes einmal zu dem Dreiländerblick. Dann geht es für uns weiter. Das ist die Sieben-Seen-Blickwanderung. Da oben. Dann geht es auf den Heinzen. Dann wieder retour. Dann halten wir uns links. Dann geht es auf den Öferkugel. Und dann geht es auf die Katrin. Und dann geht es wieder retour, dass wir wieder da angekommen sind. Dann gibt es da wahrscheinlich ein Bier. Und dann werden wir, wenn wir es schaffen, mal 5 noch die Zeit dann nach unten nehmen. Und ansonsten müssen wir halt nach unten watscheln. So, ja. Und jetzt geht's los. Da vorne stehen schon die Wegweiser. Ja, schau her. Da sieht man auch wieder den Salzkammergut Bergeseen-Trail. Super, hä? Wir werden den 7-Seen-Blickwanderung 2 Stunden 30 Minuten. Da ist die Katrin da unten. So mega Aussicht. Ist das der Großaussee? Vermutlich. Muss fast so sein, weil wir sind ein paar Tischl und da fährst du groß auch um. Starten wir mal unsere Runde. Da werden wir dann wieder runterkommen. Jetzt geht es auf alle Fälle mal Richtung Heinzen. Das ist jetzt schon eine super Aussicht. Wir sind noch nicht einmal weit gegangen. So, auf die Felsen, fertig, los. Hätte ich mal gesagt. Das wird jetzt interessant für die Karin. Das ist nämlich jetzt der Bereich. Was bei Komoot und der Schweiz gezeichnet ist. Aber so schlimm schaut es gar nicht aus. Das ist ein, wo man sich auch halten kann. Ja, wir sind gerade komplett verdutzt, weil da am Berg herum einer da haxert, weil so für unsere deutschen Freunde barfuß geht. Das habe ich auch noch nie gesehen. Nein. Aber ich wer mag. Gesehen, aber das ist ja, schon entweder Scheideschuhe oder barfuß, denke ich, funktioniert genauso, weil du halt viel mehr Gefühl hast. Aber das müssen deine Füße mehr aushalten. Also die Füße vor ihm werden die sicher aushalten, weil der wird das schon öfter da haben. Meine zarten Füßchen war das nix. Ah, wir haben mal einen Traum.
Und was sagt Karin zu der Wanderung? Das ist der Daumen nach oben. Die Aussicht ist wirklich super. Da hinten ist der Gletscher. Ja, vermutlich sieht man das leider auf der Actioncam nicht so richtig. Und wir haben den nächsten Wegweiser. Hentzen, 30 Minuten. Dann sind wir am Hentzen. Das ist der erste von unseren drei Hentzen, Eiferkogel, Katrinkreuz. Da sind wir jetzt gerade. Da habe ich nur kurz einen Schwenk über die Berge gefilmt, weil da waren so viele Leute dort bei dem Dreiländerblick, dass man das leider nicht wirklich gesehen hat. Wir sind jetzt da, jetzt geht's weiter da auf dem Hentzen. Viele Lichter drinnen. Kommt natürlich auf der Kamera wieder nicht wirklich rum. Das ist richtig schön, klasse. Überall so leichte Büsche, schau. Eine Bahn nicht mehr. Das heißt, wir sind oberhalb der Baumgrenze, kannst du sagen. Die haben auch nicht überlebt da. Nein, wir sind noch nicht ganz oberhalb der Baumgrenze, weiß ich nicht, ob das so ist, dass man da schon übernachten darf. Ich weiß es nicht. Oder erst, wenn die Büsche auch weg sind, aber das kann man nicht vorstellen. Wenn hier da oben ist, glaube ich, außerhalb der Baumgrenze. Also Kreuzel sind nur ein paar. Vielleicht weiß das wer von euch, ich weiß es nicht. Man kann zumindest schon rund um. Man kann sich zumindest schon rund um. So. Man kann sich zumindest schon rundum und um dran. Und man hat keine Objekte wie Bäume oder sonstiges mehr im Weg. Umso weiter, dass man raufkommt, umso imposanter wird das. Das ganze Panorama. Da hinten ist der Nahgipfelkreuz. Ich glaube, das ist das zweite, wo wir dann ankommen oder hinkommen. Da kann man immer wieder so Löcher herinnen. Ah, schau, da kommt die nächste Tafel. Die nächste Hinweistafel. Yeah. Wegbeschilderung. Wegweiser. Hentzen. Bergstation, 7-Seen-Blick-Wanderung. Da gehen wir jetzt zurück auf den Hentzen. Und dann geht es für uns aber Elferkogel, Katrinkreuz, Bergstation. Da müssen wir dann weiter. Jetzt geht es zuerst einmal da noch zum Hentzen. Das ist jetzt vermutlich auch eine von den letzten Steigungen, was wir da heute noch haben. Dann geht alles gerade bzw. leicht bergab. Immer noch unterwegs auf dem Hentzen. Aber da haben wir jetzt nicht mehr allzu lang. Es geht schon schön flach dahin. Steinstapel. So, liebe Leute, wir sind am Hentzen auf
8639 Meter. Da kommen wir. Und es ist ganz schön windig, sodass ich nicht mit der Drohne fliegen werde. Das ist einfach, das träume ich nicht. Punkt. Wir werden uns jetzt da ins Gipfelkreis reinschreiben. Und dann schauen wir zum nächsten Gipfelkreis. Weil unsere Seenblickwanderung geht dann natürlich noch weiter. Da hinten auf dem Berg waren wir auch schon oben. Was ist das für ein Berg? Schafberg. Das ist der Schafberg, genau. Wunderbare Aussicht. Echt schön. Just tell me we're gonna be okay. So, und jetzt geht's zurück vom Heinzen zum nächsten. Und zwar ist das. Keine Ahnung. Jetzt weiß ich wieder, wie es heißt. Der nächste Elferkugel. Jetzt geht's zum Elferkugel. Mit 20 Höhenmeter sind wir schon aufgegangen, 28 runter, wir sind gerade auf 1615 Meter. Ich weiß nicht, wie hoch das die Bergstation war, das werden wir aber auch noch in Erfahrung bringen. Wie hoch, auf wie viel Meter das die Bergstation liegt sozusagen. Jetzt geht es auf alle Fälle weiter zum Elferkugel und laut ETA-Zeit, das heißt Estimated Time of Arrival, voraussichtliche Ankunftszeit, war jetzt 16 Uhr. Das heißt, das Gang sieht ganz locker aus, dass wir runterfahren können. Das war's. Ich sage euch, dass das war's, wenn man sich verrennt daran auch noch. War richtig lustig, wenn man sich da verrennt daran. Aber kannst mir ruhig vertrauen, ich kenne den Weg. Hashtag Wanderprofi. Wer den Spruch auf dem Pullover will, bei uns im Shop, 8.15.spreadshop.at, gibt es den Bulli und auch als T-Shirt. Sollte es. Ja. Haut mir die einfach auf den Arsch. Das weiß, dass ich da schon da bin. Ich habe die überhaupt nicht benehmen, die Frau. Ja. So, wir sind wieder bei unserer Weggabelung. Von da sind wir gekommen. Jetzt waren wir beim Heizen und da geht es jetzt links für uns weiter. So 1 Stunde 20 Minuten, Elferkugel und dann Katrinkreuz und dann Bergstation. Und vor der Bergstation, wenn es sich ausgeht, ein Weißbier oder ein Bier. Je nachdem, was sie haben. Siehst, Karin hat beim Aufgehen die Bananen im Mund gespürt. Was dessen hat beim Auffahren nach Bad Ischl, hätte es da, was ich gegessen hätte, hätte es eine Leberkassel gegessen, dann wäre das sicher nicht passiert. Ein abenteuerlicher Weg, aber immerhin der richtige. Ich meine doch, dass da so krass bergab geht. Aber der Heinzen war, glaube ich, schon der höchste Berg. Das darf mir jetzt so nicht bergab geht. Weil laut Navigation geht es ja auch nicht mehr bergauf. Nicht mehr bergab. Ja, ich glaube, wir sind ja gleich mal wieder unten. Das ist eine Weiß-Rot-Markierung, da geht es jetzt dann wieder ein Stück da rauf. So, und wir sind schon wieder einigermaßen auf der geraden. Nichts mehr steil nach oben. Wobei, wenn sich das so ein wenig abwechselt, ist mir das eh egal, muss ich ehrlich sagen. Ich habe kein Problem damit.
Naja, nicht. Nur bergab ist auch nicht gut. Nur bergauf ist auch anstrengend. Schon wegen einem Snickpick da drüben. Das ist einfach Kugelkreuz. Da unten ist Katrinkreuz. Noch hin. Einen Hosenbämmel schon. Da bin ich sicher jetzt in so eins Dreieck gestiegen oder in mehrere. Das ist voll der abenteuerliche Weg da um mich und rauf. Ja, das ist auch nicht der richtige. Oder? Nein, schon. Ich weiß nicht, ob es da noch einen anderen gibt. Da so außen rum. So außen rum, wo ich fast ruhig war. Wirklich? Ja. Drum. Aber es ist ein Weg. Es ist ein Weg, wo wir sind. Ja. Es ist ein T2-Weg. Da sind wir halt ein wenig Offroad unterwegs. Das stimmt ja gar nicht. Offroad ist es auch nicht, weil es ist eher ein eingezeichneter T2-Weg. Okay. Da ist nämlich ein Wanderschüttel, ein Tafel. Da war der normale Weg runtergewesen. Der ist aber nicht recht viel besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Als wir da. Hier wohnt die Gams. Stopp, hier wohnt die Gams. Und wir sind am nächsten Gipfelkreuz angekommen. Da haben wir dann noch 50 Minuten. Beziehungsweise von da dann. Katrinkreuz 15 Minuten. Richtig schön. Zweite Gipfel erreicht. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich habe kurz gesagt, ich habe es schon wieder vergessen, das macht nichts, ich blende euch das auf alle Fälle da unten ein. Und jetzt werden wir sie noch ins Buch eintragen, Stimmbeine duschen. Dann geht es weiter zum nächsten. Also, dranbleiben, das lohnt sich auf alle Fälle. Und es ist der Eva-Kugel auf 1601 Meter, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich es wieder, wie es war. Für uns zwei, geht es nämlich jetzt weiter. Ja. Zum Katrinkreuz. Und das ist der letzte Gipfel für heute. Katrinkreuz. Aussicht, hey. Sicht ist mega. Wir sind nämlich schon wieder an einem Wegpunkt angekommen. Schaut der Hintergrund cool aus, gerade mal um. Wir sind am Katrin. Kreuz. So. So haben wir das dritte Kreuz auch erfolgreich besucht. Oder den dritten Gipfel. Dann geht es jetzt für uns auf ein Bier. Oder auf ein Weißbier, besser gesagt. Wenn wir es haben. Das ist übrigens nicht Genen, was ich da mache. Das ist einfach nur Sauerstoffmangel, wenn wir so hoch sind. Steinig geht es den Weg hinunter, da fällt ich nicht. Hat sich eine Maus versteckt. Ja, schaut so aus, wie wenn da ein Mausloch ist.
Wenn du da drauf sitzt, hast du auf alle Fälle keine Sorgen. Das ist nämlich das Keine-Sorgen-Bankerl der oberösterreichischen Versicherung. Und so wie wir in Serpentinen aufgegangen sind, gehen wir jetzt in Serpentinen wieder nach unten. Höhenmeter für Höhenmeter geht's bergab. Da sind überall so kleine Holzbrettl, wo man sich ausruhen kann. Als Bank zum Hinsetzen. Die Karin ist getrappt. Gefangen. Ich weiß nämlich nicht, wie es da jetzt runtergehen soll. Ei. Wir kommen nämlich jetzt wieder da runter, wo wir zuerst da links zum Heizen gegangen sind. Und jetzt gehen wir dann wieder da retour und werden uns da ein Bierchen genehmigen. So, liebe Wanderfreunde, auf euch. Prost. Prost. So, jetzt sind wir zu dritt. Die in der Mitte da, die sagt zwar nicht so viel, aber wir sind am Ende vom Video. Wir werden jetzt mit der Seilbahn runterfahren. Für alle Kritiker. Ja, wir fahren mit der Seilbahn, weil es hat es da, die 4 Stunden. Das Knie spürt man ganz leicht. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über Like, über Abo. Und ansonsten sehen wir uns natürlich bei der nächsten Wanderung. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und Servus. Sag Tschüss, Karin. Tschüss, Karin.